Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir spielen zu dritt gegen Marco von den Rocket Beans. Wir drei, das ist Forward, das ist der absolute Super King von Maxim in Legions. Dann ist es Maxim, leider, ich muss mit Ihnen selber. Hallo. Hallo. Marco hat einen sehr dezenten 300er Ping. Ei. Ja, bei mir haben die, wie heißen sie, die Truthähne, aber auch 300er Ping, habe ich gerade gesehen. Die sind gerade richtig eskaliert. Ja, das ist oftmals so am Anfang. Ja, passt doch alles. So. Ja, passt also, absolut. Also hier ist ja... Was macht ihr so dann? Also Feudalzeit sagst du? Wir machen Feudalzeit Power Rush. Power Rush. Also ich bin jetzt gleich mit meinen Arbeitern bei ihm. Also ich schicke auch alle Arbeiter rüber. Also ich denke, gehe jetzt Imperialzeit. Oh, das Witzige ist, wenn du das machen würdest, könntest du nicht mal goldmäßig versorgen. Das ist ja das Game. Doch, klar. Du würdest einfach verhungern. Wobei, die haben das irgendwie geil gebalanced an dem Spiel, dass du halt trotzdem diese Nahrungseinheiten halt irgendwann übelst brutal sind. Also sowas wie Speer, dass du die halt besonders so ausbauen kannst. Das Balancing von dem Game ist einfach super geil so. Ja, beste Strategiespiel überhaupt. Das hätte ich einfach nie erwartet, aber es ist einfach so. Konzentriert ihr euch auch, oder? Wir sind am Limit. Geht so. Also bei mir ist bis jetzt alles easy. Alles easy? Ui. Also noch kriege ich es hin mit den 5 Arbeitern hier. Ich habe ja eine Armee. Du hast doch 5? Wen haben wir da im Team? 7. So, er ist der Tank, okay? 6,5, 7. Er ist der Tank. So, er muss einfach nur den Schaden fressen, den Marco am Anfang austeilt. Ja, ich habe jetzt gerade schon im Chat gelesen, ich habe jetzt den Chat aus, nicht, dass ich jetzt irgendwie mitbekomme, dass ihr macht. Du hast im Chat gelesen, dass du den Chat aus hast, okay. Nee, ich habe im Chat gelesen, dass ich Maxim wahrscheinlich als Ersten rausnehmen werde. Oh, das ist fies und gemein. Ich weiß es aber nicht, ob ich das mache. Nein. Ja, auf den Schlechtesten am Anfang zu gehen, das ist eine gute Waffe. Da musst du dich auf Johnny verlassen und im schlimmsten Fall Johnny zugucken. Oh, das wäre das wär Höchststrafe. Halt. Ja, boah, das wäre wirklich Höchststrafe. Nee, aber dann würden deine Leute halt echt mal gutes Gameplay sehen, ne? So schlimm wäre das jetzt auch nicht. Boah, jetzt werden aber hier die krassen Witze ausgepackt. So, zumindest ich habe gerade ein bisschen Schafmassaker betrieben, aber so ist es manchmal. Sometimes you kill just viel zu viel Schafe. Ja. So, beziehungsweise Truthähne. Oh, Johnny, most points? Easy life, Alter. Ja, das liegt am Volk. Nein, Johnny ist doch bestimmt Chinese oder so. Ich weiß keine Ahnung, wer ich bin, Alter. Du bist Spanier. Ich bin Spanier, okay. Alter. Spanier ist broken. Ja, ja. Aber weil ich bin gewohnt, gegen Spanier zu spielen. Spanier ist halt wirklich gut, ne? Sehr, sehr rund. Zahlen für die Schmiede-Upgrades kein Gold, ey. Ja, einfach nur frick. OP. Ja, ist mir auch schon aufgefallen mit meiner Schmiede. Ja, genau, wollte ich gerade auch sagen. Das ist weil du schon eine hast, sagst du. Ja, natürlich, du nicht. Gleich. Du bist noch nicht feudal, so. Okay. Wir müssen auf jeden Fall scouten. Warte mal. Okay, du, das bist du. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht angreifen. Falls es überhaupt geht, falls man das überhaupt darf. Ich? So, nicht. So. Nee, Marco, dich werden wir foltern. Oh, Mann. Mann. Oh, Menno. Was ist so. Foltern. Oh. Foltern tut halt nicht gut. Es tut dem Gesicht. Unser Weg. So, zack. Alter, wie konzentriert ihr seid. Alter, ich bin am Limit, so geistig nervlich. Die sind halt wirklich am Tryharden, das ist das Schlimme. Aber für mich ist das halt einfach nur Training für Maxim töten. Ja, für mich auch. Für mich ist das. Aber auf 2 gegen 2 funktioniert dann nochmal anders, oder Marco? Das kannst du darauf bestätigen. Ja, das ist natürlich ein bisschen anders. Man hat auch natürlich da auch strategische Freiheiten. Also kannst du halt super coole Strategien fahren. Also einer zum Beispiel baut nur Ressourcen ab und slinkt den Gegner. Oder oh, nicht den Gegner, oh Gott, das Teammate. Und den Gegner das ganze Gold. Das wäre auf jeden Fall eine etwas andere Strategie, denke ich. Ja, also auf jeden Fall das Teammate und das Teammate ist dann so stark, dass er 2 Gegner alleine platt macht. Das ist sogar, Aber das ist dann ja übelst anstrengend mit, das ist super anstrengend. Dem Makro. Ja, das ist super anstrengend. Wäre was für mich, dass ich dann Ressourcen mache und euch schicke. Hey! Wir geben einfach alles Forward, Leute. Nein! Das habe ich damals auch gemacht im Team. Dafür war es zu gebrauchen. Kann ich mit den Einheiten umgehen? Zu viel ja, stimmt, aber stimmt, wenn du den Wirtschaftsfaktor machst, das wäre wirklich gar nicht so dumm. Ja, wir machen ja Späße, aber es ist einfach zu viel. Ja, vielleicht lenkt ihr mich dadurch auch ab. Ablenken, ja, ablenken ist mein Ziel. Lenkt ihn ab. Ich habe meinen dummen zweiten Bohrer nicht gefunden und tiltet es ihn gerade. Tilt mal nicht. Das ist auch Lektion 2, nie tilten. Ja, nee, dann tu immer, ich spiele League of Legends.
Ich bin. Ah, das ist halt ein krasses Argument, ne? Das muss man ja dazu sagen. Das muss man immer. Ich hab's auch mal gespielt, bis ich irgendwann so tiltet war. Ja. Dass ich Age of Empires spielen musste. Bis ich einfach nur angefangen habe, AOE zu zocken. Das ist wirklich. Beste Kur. Zack, zack, zack. Oh, Alter, das war close. Beinahe hätte das Schwein Fürstblatt geholt. Aber ist nicht passiert. Loom, Maxim, Loom! Ja, ja, der Loom kommt ja erst, wenn ich das Gefühl habe, ich habe genug Gold. Okay. Nicht Gold, sondern, ja, genug Nahrung Richtung Feudal. Ach so, okay. Also könnte ich jetzt mit einem Scout einfach bei dir vorbeimarschieren und zwei, drei Dorfbewohner töten? Ja, da musst du aber erstmal ein paar Häuser umhauen. Da ist ja, alles eingeworfen. So, bist eingeworfen? Moment. Ich habe ja bei euch auch mal so reingeguckt und es hieß ja immer, dass ihr nie wallt. Ja, die Lernkurve, das ist das, was an YouTube hart täuscht. Also wir sind halt wirklich da gut. Ja, der hat schon ein paar Jahre vorproduziert hier. Das ist halt wirklich so. Das ist wirklich der einzige Nachteil im Vorproduzieren. Dass du halt ich hab ihn unser Stundenmatch geschickt, Maxim. Du kannst nicht so tun, das darfst du wegen taktischen Gründen. Ne? Aber daran darfst du nicht mehr messen. Bist du Marco? Ich bin gar nicht auf der Map, ich spiele jetzt gerade Civilization. Du bist gar nicht in unserem Game. Ach, ich spiele gar nicht gegen euch. Oh nein. Du bist doch gegen einen ganz anderen hier dran. Und RIP, Johnny. Tschüss, Johnny. Tschüss. Was? Tot, ich habe meinen Speer verloren. RIP! Okay. Eine natürlich vollkommen bewusste Entscheidung. Natürlich, jetzt bewege ich mich in sichere Gewässer. Oh Gott. Ein sicherer Feed. So, okay. Morph-Ching. Oh, guck mal, ich habe ja noch zwei Rebhühner gefunden. Rebhühner? So, Timo. Welche Farbe hast du eigentlich, Marco? Das triggert mich quasi schon fast mehr. Ansonsten drückst du Alt-G, was glaube ich. Da kannst du zwischen Freund-Feind-Farben wechseln. Ah, der dürfte grün sein. Er ist der Grüne. Ansonsten drückst du einmal F11 und F4. Oh, ich habe dir gerade die... Du klaust sie dir eigentlich... Nee, ich schick sie dir rüber. Nee, behalt's ruhig, das ist besser bei dir. Okay, jetzt sind wir hier noch eine Stufe weiter. So. Hast du wieder. Okay. What? Okay, war das jetzt ein Fehler? E-Sportler hier. Okay, aber ich meine, er hat jetzt wahrscheinlich... Ich kann leider deine Worker nicht sehen. Ich war eben so spät dran. Ich dachte, das muss ich ein bisschen früher reinhauen. Ja. What the fuck? Das war halt ein bisschen übertrieben. Ja, man darf ja... Man muss halt schauen, dass man ja auch genug Worker und den ganzen Spaß hat. Ja, die habe ich jetzt, finde ich. Ja, zu früh. Alter, das stimmt, du kannst früher wieder anfangen. Hatsching. Also, der Appel, da verliere ich. Ja, sicher. Die Arbeiter sind so krass, Alter. In Dark Age hast du natürlich noch den Nachteil, dass die Arbeiter automatisch zurückangreifen, ne? Ja. Unser Verdacht halt nicht mehr. Die sind halt richtige Kämpfer. Was? Die werden klüger, oder was? Ja, die werden klüger. Die werden nicht klüger, die werden aggressiver. Ja, weniger aggressiv. Ja. So, aggressiver. Das ist halt... Okay, was glaube ich? Maxim ist halt... auch schon feudal. Ich bin ja ein kleiner Feudal-Main. So, dicken Bei, Basa, Oberchong. Ching Wong. Das ich soll. So, okay. Amramendo. Jabala. Ich hab den Grün bei mir. Der Böse. Wie bei dir. Kannst du mal pingen, wo der ist? Er ist ein Speer. Achso, nur ein Speer. Speer ist Loom, Johnny, Loom! Du musst abloomen. Loom dich selbst! Junge, loom your life! Yep. Was, du hast mein das? Perfektes Nein. Timing kaputt gemacht. So. Er nervt mich auf jeden Fall mit dem Speer, aber ich bin da frohen Mutes. Speernervung ist okay. Da gibt's Schlimmes. So, Bades of Chang, das ist das Wichtigste. Wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt. Also er ist auf jeden Fall ein bisschen nervig, würde ich sagen. Aber er kann. Ich bin ja viel krasser, wenn ich gegen dich spiele. Du bist ein Haufen Kot. Johnny, ich bin doch ein Fuchs. Du stinkst manchmal wie einer, aber das ist nicht dasselbe. Ich übe gut.
Jetzt habe ich natürlich meinen... Gerochen? Ideal. Du warst heute trainieren ja. und hast dann gesagt, du konntest nicht duschen, weil du den Beutel zu Hause vergessen hast. Wie wär's, wenn ja. du den Ball mal flach hältst? Vor allem, Mori ist reingekommen und hat gesagt, hier riecht's nach Sporthalle. Das fand ich eigentlich irgendwie niedrig. Ja, der Gott. So. Okay, ich hab wieder so einen faulen Scout. Okay. Mehr davon. Emo. Zache. Bades of Chung. Okay. Nemo, Zache, Bada of Jump. Das ist so ungefähr die. Bades of Chung. Oder Bada of Jump. Gibt beides. So. Okay, die ab und zu ein kleinerer Leck ist hier aber schon am Start, ne? Ich finde, es geht noch. So, minimal. Ich hab was von ihm gefunden. Das ist ein Britner Speer. Dann wird er. Ja, das ist eine Frechheit von ihm, aber... Der hat mehr davon. Das ist okay noch. Hauptsache, du bleibst Armendo. Das ist das Wichtigste. So. Okay. Also ich erwarte, dass er ein paar Speer hat, so 2, 3 oder so, nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Naja. Ich meine, seit wann können Speer Gebäude kaputt machen, ne? Boah, können sie, aber das dauert ein bisschen. Das dauert halt, ne? Das dauert halt ordentlich Suete. Ach, Maxim. Oh, du kommst mir zuerst, stimmt's? Das ist das Schlimme. Alter, das ist ein Jaguar! Ja, ich hab auch eben einen Jaguar gefunden. Hab was ist genauso das denn? Gefreut wie du. Nein! Wieso ein Jaguar? Oh nein! Leute, wie gehen wir das jetzt eigentlich an? Wie holen wir uns sie? Wir holen uns ihn durch schlaue Taktiken. Okay, ich frag nochmal. Ha, ich habe einen Scout von ihm umgebracht. Ja, meanwhile habe ich auch einen von dir umgebracht. Ja, aber meiner zählt ja nicht. Jeder Punkt, den ich hier hole, zählt doch. Und ich habe deine Bogenschütze umgebracht. Ja, die zählen auch nicht. Ach so. Oha-Ching, du bist aber hier. Ah, du bist Oha-Ching. Fokussiere den anderen. Okay, also so. Ich sehe vieles. Sind das deine Mauer? Ich sehe vieles. Junge, war das auf Chang oder nicht? Du mauerst ja wie ein Wildgewordener mittlerweile. Ich bin ein wilder Krieger. Aber ich bin auch leicht hier mit Problemen gesegnet. Was? Wieso? Ich werde hier gescoutet und gemautet. Ah! Ist okay. Tebe, jemoch hoi. Okay. Also, das ist ja ein bisschen kompliziert gerade. Ist das so? Das ist eine Lücke. Weiß ich nicht. Also, er ist halt insane nervig. So, auch mein Eindruck. Aber ist okay. Von dieser Partie bis hierhin. Okay, übrigens habe ich meinen zweiten Wildschwein immer noch kein Peil, wo es ist. Also ich glaube, es ist einfach weg. Weißt du? Ich meine, Wildschweine suchen sich Opfer. Ich helfe mal mit suchen. Nein, du darfst sie nicht helfen lassen. Ja, warte mal. Es ist ein Trick. Es ist jetzt nicht so, als würde ich das wollen. Also bei mir liegt es keine Wahl. Bei mir liegt es ganz ordentlich. Und jetzt habe ich auch gerade einen kurzen Leck. Auch gerade kurz geleckt, aber ja. Na, Jaguar. Die Jaguars, ja. Das wird wehtun. Hier. Moment, hier ist es. Nee, ich habe mir gedacht, da ganz jetzt. Hinten rechts, ne? Naja. Ist die einzige Lücke, die ich hatte. Aber da ist es natürlich sofort. Hat sich schon gelohnt. Die beiden Bogenschützen haben sich auch krass gelohnt, muss ich sagen. Die sind einfach hin und wurden einfach nur gemarkert. Gemarkert? So. Hast du ihn versucht, ein bisschen zu pressuren, oder was? Ja, ich bin auf sein Feldlager gegangen. Er hat sogar einen Dorfbewohner getötet. Ich hab ihn sogar gekillt! Oh, das war mit Tap, Junge. Einfach nur getappt. Ja, deswegen hab ich ja... Ach, unnötig. Nee, du machst das schon alles richtig. Was? Meinst du? Du musst mir die Kills auch geben. Das ist ganz wichtig. Wenn du Maxim keine Kills sonst. Alter, bei mir leckt es aber echt ordentlich. Oh ja, bei mir ist es auch gut. Aber es ist besser. Meine Koordination ist dramatisch gestiegen. Ja. Oh, Maxim, so. Ritterzeit. Stark. Ich bin on the way. Jetzt schon. Das mit Harass. War angefangen. So. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ich sag ja, dass YouTube täuscht. Aber ich kann keine Einheiten bauen, weil alles so krass leckt. Das ist irgendwie schlimm. Oh nein! Oh, die kleinste Lücke EU, oder was? Ja, die wurde doch sogar gepinkt, gerade, ich hab den einen Arbeiter extra abgestellt, damit er es nicht macht.
Oh, das war unlucky. Aber ja, hier, ich werde dich hier mit Speerkriegern komplett wegsperren. Ja, ja, mach das. So, das ist ein bisschen lecklastig, aber... Ja, das ist aber gerade wirklich krass. Aber es ist nicht schlimm, aber es ist halt krass. Ist halt Edge of Empire. Oh, what, da ist ein Fluss! Ja, Scheiße. Natürlich! Oh, die Lücke ist ja übelst geboostet, ey. So. Ja, das Haus kann ja nicht so nah am Wasser stehen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Oh, jetzt leckt's wirklich. Ah, der will raus. Bestimmt mein 300 Jahre alter Rechner, der jetzt langsam in die Knie gezwungen wird. Ja, in die Knie gezwungen. Wir haben ihn besiegt, Jungs. Das war's, er hat surrendered. Nice. Richter first. Richter first. So. Easy game, würde ich Junge, sagen. Junge, kann man hier mal diese verkackte Lücke schließen? So, fertig. Och, jetzt hat er unten sich gebohrt. Ja, ihr habt dich gesehen. Genau, in der Sekunde. Oh. Ich hab dich schon gesehen. Ah, gut. Wow, ich habe ja einfach so eine Gold-Dingsbums gebaut. Und ich glaube, du hast einfach den Arbeiter getötet. Und du siehst einfach nur den Boden so. Hier soll mal das entstehen. Ja, und es passiert einfach gar nichts. Oh nein, mein Scout. So, ich habe ihn aufgespießt. Nice, der hat mich nämlich schon seit Wochen abgefuckt. So. Okay. Ich muss sagen, wenn es ab und zu leckt, habe ich das Gefühl, bin ich echt besser dran. So. Ja, es ist ein bisschen besser, ne? Ist kein Nachteil, ne? Kein entscheidender Vorteil. Mehr Lag! So, wir müssen mehr H drücken. H wie Arbeiter. H wie Arbeiter. So. Okay, boom. Ich würde sagen, ich boome jetzt, okay? Mach mal. Ich versuche hier so ein paar krasse Begriffe noch reinzuwerfen, damit du verunsichert wirst. Alter, was ist das? Was? Das ist ja ein Betrugsversuch. Ist ja eine fucking Festung von deiner Tür. Ich habe eine Festung von meinem Haustier. Egal, du kannst ja schon, ne, die Sachen dagegen bauen. Natürlich... Das einzig Sinnvolle sind der Triboke. Triboke? Naja, schwierige Kiste. Ich erwarte da natürlich massives Powerplay von meinen Teammates. Ja, weil ich meine, also ich bin ja hier, meine Buddies of Chang hin oder her. So, ich brauche jetzt erstmal hier meinen ganzen Bums. So, okay, ich habe hier, das ist ein echt großes Gebäude, also das ist halt wirklich... Ja, das steht, es steht solide. Das steht da und denkt sich, jo, ich bin nicht aus Holz. Oha, Debate. Ja, aus Stein. Ey, oh, das killt ihn sogar. Also, der Verfolgungspfeile, Leute. Das sind wärmesuchende Pfeile, hat er. Homing-Pfeile. Sowieso. So, ich glaube, ich muss hier mal... Alter, was zur Hölle? Einen Markt bauen. Du hast doch keinen Markt. Junge, ich habe hier etwas andere Sorgen. Na gut, das stimmt. Ich kommt auch der nicht. Peter. Das war jetzt aber ein krasser Lag. Bei mir kommt da mit vier Speeren rein, aber das sollte kein Problem. Oh, okay, der Hardlag. Okay, das ist bei mir wirklich hart. Hardlag. Man nennt das auch Freeze. Ah! Nein. So. Da! Alter! Marco, wir haben uns doch hier auf was geeinigt. Ja, Waffenstillstand. Du bist halt, Hoaching. So, okay. Mehr Arbeiter. Demo. So, ihr macht jetzt mal das hier. Ich glaube, ihr braucht halt... Er hat mal einen meiner Arbeiter gekillt und ich bin fuchsteufelswild deswegen. Ach, du bist fuchsteufelswild deswegen. Junge. Bei mir ist hier halt komplett Krieg. So. Krieg habe ich nicht. So viel kann ich sagen. Okay, Leute. Gegenoffensive? Oh, ja, gern. Ja. Also, ich sag mal, ich bin da voll bei dir. Okay, warte, ich guck mal bei dir in die Base. Das sieht doch gut aus. Wurde ein bisschen eingestampft, aber... Ich sag mal so, die Gebäude, die ich hier baue, sind alles provisorische Mauern, okay? Ich bin hier quasi nur am Wallen. So. Perfekt. Alles okay. Ich denke, ihr habt jetzt so 40 Ritter, 60 Ritter? Ja, also ich hab grad nur 9, ich will ja nicht lügen. 9! Okay. Das ist, Johnny, der muss mehr kommen. Ich erwarte Powerplays von euch beiden.
Ich bin hier am Bades of Chang Power Limit. So. Ich brauche nicht mehr Nahrung. Warte mal, schießt das Ding jetzt weiter? Es schießt deutlich weiter. Ich kann auf dich schießen. Nein, also von meinen komischen Pappmauern kannst du schießen. Aber ja, Leute, wie wollen wir es angehen hier? Ich werde mich jetzt hier mit einem gewagten Flankiermanöver rauskatapultieren aus diesem Problem. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Nein. Das ist alles Bades of Chang hier. Warte mal, ist das ein Geräusch von mir oder ist das von dir? Oha, du hast es auf mein Holz abgesehen. Na gut, ich kann auch woanders arbeiten. Ja, okay. So. Oha-Ching. Yeah. Ach, Johnny. Okay, Loom, mein Junge, Loom! Ist schon Loom drauf, Junge? Loom ist drauf. Ja, noch mehr Loom. Loom ist im Haus, wenn du das nicht siehst. Wo das herkommt, ist noch mehr Loom, okay? Alter, kannst du eine Holzhütte in Brand setzen mit Pfeilen? So, das ist halt echt unrealistisch. Ja, obwohl das Spiel auch sonst über Realismus kommt. Tja. Oh shit, Haus. Nein. Also ich hab hier so... Ich fuck ihn ein bisschen ab. Fuck ihn komplett ab! Dann komm ich auch mal. Ich baue jetzt hier nämlich... ich sag mal, ein Tor. Und durch dieses Tor werden Einheiten kommen, die es mit Festung aufnehmen können. Oh shit, ich brauch Häuser. Wo kommen die denn her? Oder wie ich sie nenne, Mauern. So. Okay, mehr Oha-Ching. Ach du kleiner Nervenbolzen. Weißt du, was es jetzt gibt? Jetzt gibt's Ärger. So, jetzt warte mal, wir sind doch nicht bereit für Ärger. Ich glaube. Oh, ich hab unten an euch aufgepasst. Oh Gott. Ja, ich hab ein paar von dem fertig gemacht. Ach, wollt ihr mich angreifen hier? Okay, wir sind mal echt schon flott. Dieser schneidet meine Pferde. Ja, ich würde mal aufpassen, mein Kleiner. Ja, wo rennen die denn? Oh, what? Da ist eine Lücke? Na klar. Dann wollen wir jetzt aber mal zubauen. Oh, die sind aber noch so schwach gegen die. Ja, was ist denn los? Wo willst du denn hin? Auf einmal willst du raus aus meiner Base. Ja, schwierig. Ah, schwierig. Jetzt wird so deine Festung schwierig. Nee, geht noch. Also das ist die Lücke hier, ist halt wirklich 10 von 10. Jungs, ich hab richtig aufgeräumt. Oh, räum weiter auf. Hast du wirklich aufgeräumt? Oh nee. Du musst ihn weiter aufräumen, weil ich bin hier hart Fokus, aber geht. Oh, Alter, Johnny, ey. Ich hab Dinge getan, die klug waren. Wirklich? Ja, richtig. Er war abgelenkt. Natürlich war abgelenkt, sonst kann ich ja nichts machen. Nein! Er hat einen Wululu. Ein Wululu. Nein, es geht los. Der Wululu beginnt. Ich habe eine Theorie, was passieren wird, Leute. Und sie ist keine schöne. Wer gewululut. Ihr müsst ihn weiter ablenken. Er ist hart im Fokus. Er ist hart im Fokus. Ah, scheiße. Ich brauche mehr. Ich bin so ready für hart im Fokus. Also, dass er hart im Fokus ist, nicht ich. Keine Missverständnisse. LOL. Okay. Na, wie schmeckt dir das, Marco? Ich hab's doch gar nicht gesehen! Ach so? Oh Gott! Du guckst mal. Gott, ich verliere hier! Du viel Stress! So, es beginnt. Ich opfer hier meine Units. Ich bin auf einem guten Weg, Jungs! Sehr gut! Ja, ich bin auch gerade am Abreißen. Die Festung steht gleich! Wie? Oh nein! Base? Ja. Aber er baut gegen! Ich weiß nicht, was das ist, aber es macht Schaden! Okay. Muss ich da aufgehen? Nein, er hat Wululu! Er hat noch mehr Wululu aktiviert. Das Schlimmste ist, Wululu kann ich gar nicht hören hier mit meinem Soundset. So. Komm her, hilf mir! Die Feste muss stehen! Ah, nee, die muss abgerissen werden. What, da ist ein Haus, wo Menschen arbeiten. Fuck! Nein, hab mich aufgepasst! Ja, die Festung ist down! Oh Gott! Der Befreiungsschlag! Er war gerade in seiner Festung ziemlich busy. Oh ja. Shit. Alter, das Gebäude kannst du aber auch wehren, sehe ich gerade. Nein! Na gut. Du hast die Mongolen geweckt. So, jetzt machen wir hier noch einen kleinen Arbeiter-Mega-Rush. Okay, zeig mir deinen Arbeiter-Mega-Rush.
So. Zack. Ah. Alter, ich will nicht wissen, was bei ihm abgeht, ne? Das ist ja die... Komm schon, komplett muss die Burg sein. Weiterbauen. Du immer, ne? Halt alles frei. Oh, guck mal, wenn dein Haus brennt, können die Arbeiter auch gar nicht so richtig arbeiten. Alter, das war echt ein Punk. Ja, aber die können drauf, kämpfen. Ne? So. Ah, das wird eine enge Kiste. Ah! Komm! Alter, what the fuck? Kämpft! Kämpft! Schlachtet sie! Oh, die reparieren das. Nein! Da oben ist auch schon wieder... Oh Gott, GG! Oh Gott, nee! Das war ja gar nichts. Oh, du bist ja die ganze Zeit auch verteidigen. Okay. Ja, ich denke, E-Sport ready. Leute. We got it, boys! Oh Gott! Okay. Wir haben ihn in einem fairen 3 gegen 1 besiegt. Das hätte ich anders spielen müssen. Uiuiui. Ich habe echt gar nichts auf die Reihe bekommen. Aber Maxim, ich muss sagen, deine neue Wall-Taktik hier hat ja Früchte getragen, ne? Alter, ich bin punktemäßig hier ziemlich gut dabei. Dafür, dass ich hier so gefickt wurde am Anfang. Oder richtig gefickt, dass mich nicht. Ah, du sollst dich auf runter. Nee, ich hätte es anders spielen müssen. Oh Gott, ich dachte, ich mach mal. Ich kann euch trollen, aber euch kann man ja gar nicht trollen. Ihr seid ja gar nicht mal so scheiße. Wir sind Tiere! Ich auch schon trainiert von Maxim letztes Game. Summoners in. Okay, cool. Wollen wir noch eine Runde machen? Eine Runde dabei. Alter Schwede, ich schwitze bei Age of Empire immer viel zu viel. Ja, ne? Das ist nicht schön. Das ist gut, immer mehr Schweiß. Oh, wir Gott. Wir haben keine Elo gekriegt. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber. Ja, das war die erste Runde, ne? Die zweite folgt. So.